Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird ein bisschen tiges Bild, denn ich möchte heute ein Full-Face-Only-Influencer-Make-up schminken. Ich habe hier einige Produkte von euren und meinen liebsten Kolleginnen und ich denke mir, das könnte vielleicht ein ganz schöner Look werden. Des Weiteren werde ich euch so ein bisschen behind the scenes erzählen, wie so eine Produktion von Produkten, von Influencern funktioniert. Denn ich habe natürlich in den letzten 4 Jahren auch einiges an Produkten rausgebracht und das war noch nicht alles. Und deswegen freue ich mich, euch so ein bisschen behind the scenes mitnehmen zu können. Wir werden heute, ich glaube, das wird ein richtig, richtig schöner Look. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und falls ihr neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das kostet euch nichts und mir bedeutet es die Welt. Aber bevor wir loslegen, gebe ich einmal kurz an Maxim aus der Zukunft. Freunde, kleine Unterbrechung. Ich wollte mit euch nochmal ganz kurz über Jepoda sprechen. Ihr wisst, dass ich die Produkte von Jepoda in meine Hautpflegeroutine schon seit mehreren Monaten exklusiv eingefügt habe. Ich liebe die Produkte. Ihr habt es eben gesehen. Das The Mist Have ist mein... Das ist das beste Produkt für mich aus der ganzen Reihe. Es erfrischt, es ist feuchtigkeitsspendend, es ist super, super schön unterm oder über Make-up. Und abends kriegt ihr das Ganze mit dem Double Bubble richtig gut weg. Ihr seht, das ist mittlerweile schon meine zweite Flasche. Und ich komme wirklich gut voran, aber es ist sehr ergiebig. Jetzt bin ich aber happy, dass es ein neues Produkt gibt. Und ich habe es die letzten Wochen auch schon ganz, ganz fleißig getestet. Und zwar ist es dieses Schätzchen hier. Das ist der The Multi Balm. Und der Name ist volles Programm. Wir haben Jojobaöl, wir haben Vitamin E, wir haben Vitamin C mit drin. Und das ist nicht nur ein Lippenpflegestift, sondern ihr könnt ihn natürlich auf eure Lippen geben. Ihr könnt ihn auf eure Wangen geben. Pflegt damit eure Haut. Ihr könnt es als wunderschönen, zarten Creme-Lidschatten benutzen. Und das Ganze ist dabei auch noch wirklich gut pigmentiert. Wie bei allen Produkten von Jepoda ist das Ganze vegan, cruelty-free, made in Korea und super natürlich. Und hier sind auch pflegende Stoffe mit drin. Wir haben Vitamin E, wir haben Vitamin C, wir haben Shea-Butter und Mango-Butter mit drin. Und das sorgt für diesen wunderschönen, zarten Glanz auf den Lippen, auf der Haut, auf den Augen für diesen super trendigen No-Make-up-Make-up-Look. Ich glaube, das könnte mein absolut liebstes neues Produkt aus der Jepoda-Reihe sein, weil ich es schon echt bemerkenswert finde, wenn Skincare-Brands mit Make-up rauskommen. Das ist komplett was anderes, als wenn Make-up-Brands mit Skincare rauskommen. Und das merkt man, dass der Ansatz da komplett was ganz anderes ist. Das Beste ist, Jepoda wird 2 Jahre und der Code wurde ein bisschen weiter nach oben gepusht. Ihr kriegt also bis zum 30.04. 43% auf das komplette Jepoda-Sortiment. Also wenn ihr die Produkte koreanische Pflege sehr, sehr einfach für euch schon vorstrukturiert, hier steht immer Step 2, Step 1, Step 3, Step 4, Step 5 mit drauf und ihr wisst, in welcher Reihenfolge ihr eure Skincare perfekt machen könnt und ihr das mal Ganze ausprobieren wollt, ihr euch vielleicht so ein Lager ein bisschen auffüllen wollt. 43% ist natürlich eine Menge und ich empfehle euch das Ganze wirklich von Herzen. Jetzt mit dem Multibalm. Das ist so ein einfaches Produkt für unterwegs. Wenn es mal schnell gehen soll, knapp das Ding in der Handtasche und euch kann nichts mehr passieren, dass ihr denkt so, oh, ich habe meinen Blush vergessen, ich habe meinen Lippenstift vergessen. So ein bisschen Lidschatten, Freunde. Ich bin eine faule Maus und ich liebe es, wenn ich viele Produkte in einem habe und wirklich auch was Schönes damit machen kann. Das ist super natürlich. Es gibt diesen frischen Frühlingslook und das Ganze mit Pflege. Schaut also unbedingt gerne bei Jepoda einmal vorbei. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox und ich gebe zurück an Maxim. Skincare ist einmal drauf. Ich liebe das, wie das Ganze richtig schön in meine Haut eingezogen ist. Und wir sind jetzt auch recht gut vorbereitet für das Make-up. Ich starte tatsächlich erstmal mit einem Primer und das ist selbstverständlich mein eigener mit Rival Loves Me. Das war echt eine krasse, das war so krass. Die ganze Aktion, ihr habt es, glaube ich, mitbekommen, ist so ein bisschen anders gelaufen, als ich es mir gewünscht habe. Gruß geht raus. Aber ich liebe die Produkte über alles und vor allen Dingen jetzt mit der Skincare vorher und dem Primer haben wir einen richtig, richtig schönen Glow. Die Kollektion ist entstanden also wir haben angefangen Ende 2020. Also es hat über ein Jahr gedauert, das Ganze vorzuproduzieren bzw. zu planen. Denn es ist nochmal was anderes, als wenn ich beispielsweise mit meiner Marke etwas produziere, wo
wo ich A natürlich viel, viel weniger Stück habe, als wenn jede Filiale etwas bekommt. Aber auch die ganze Distribution muss geplant werden. Wir haben die Kampagne für die Aufsteller damals, die ihr in diesem Hotspot gesehen habt, das Bild hinten von mir. Das haben wir im Sommer gemacht. Und das ist natürlich immer was ganz, ganz Besonderes, wenn du schon so viele Monate vorher etwas planen musst und dich schon in diese Welt leben sollst und dann das Produkt ein halbes Jahr später erst rauskommt, beziehungsweise diese Produkte. Ich liebe den Primer, ich bin unendlich traurig, dass es den mit mir nicht mehr gibt. Ich hoffe, dass den Reva Lazmi irgendwie in Standardsortiment bringt mit, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe bald dazu Infos, aber es wird wahrscheinlich noch ein Momentchen dauern. Primer ist einmal gut eingezogen. Ich sehe ein bisschen fertig aus heute. Liegt aber daran, dass ich heute schon ein Videodrehmarathon mache. Denn ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, bin ich gerade sogar schon da. Ich bin nämlich gerade unterwegs und shoote die nächste große, ich meine sogar die größte Kampagne meines Lebens für etwas. Und ihr habt auf Instagram vielleicht schon so ein bisschen gesehen. Wenn nicht, schaut unbedingt bei Instagram vorbei, denn 2020 rasieren wir alles. Primer ist eingezogen. Ich starte heute mit den Augenbrauen und benutze davon Merve und Essence, das Lamination Style Brow and Fixing Gel. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Falls es das nicht mehr gibt, Essence hat das auch nochmal so rausgebracht und Catrice hat auch nochmal ein ähnliches rausgebracht, ohne Merve, weil das ein super beliebtes Produkt war, ist es natürlich dann immer schade, wenn die Produkte nicht mehr verfügbar sind. Falls die Produkte, die ich jetzt hier heute benutze, noch verfügbar sind, verlinke ich es euch alle natürlich hier unten auch unter dem Video. Das war wirklich ein Game Changer, der als Drogerie-Alternative zu dem Brow Freeze richtig, richtig gut ist. Was man bei dem so ein bisschen beachten muss, das habe ich euch auch damals in dem Video gesagt, du gehst einmal durch, machst die Augenbrauen einmal und dann fässt du sie nicht mehr an. Und dann halten die den ganzen Tag. Das ist echt verrückt. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, dass das Produkt so krass hält. Es sind auch nicht viele Inhaltsstoffe damit drin, ne? Also, es hat echt Spaß gemacht, das zu benutzen. Das Design ist fantastisch. Die Lidschattenpalette war richtig, richtig gut. Und ich freue mich für... Wisst ihr, ich mache mal meine Augenbrauen und quatsche ein bisschen mit euch. Diese Influencer-Welt ist... eigentlich etwas sehr, sehr Schönes, weil ich habe das Gefühl, wir als Creator können einfach mit ganz, ganz vielen Leuten gemeinsam Zeit verbringen. Sei es jetzt hier mit dem Video oder sei es mit euch auf Events, wenn das jetzt wieder losgeht. Ich glaube, die Glow ist auch bald. Keine Ahnung, ob ich da bin. Und wenn Influencer dann Produkte rausbringen, ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist. Und ich weiß ja auch mittlerweile, wie viel Liebe und Zeit in so ein Produkt geht. Und wenn das dann kurz vor diesem Launch ist, dann ist man super, super aufgeregt und man freut sich über jede Hilfe von seinen Kollegen. Und ich habe es in den letzten, ich habe ja jetzt, kann man sagen, ich habe schon wirklich echt Glück gehabt, mit meiner Größe in Anführungszeichen sehr, sehr viele Produkte mitzuentwickeln und eigene Produkte zu entwickeln. Das ist nicht selbstverständlich, weil ich weiß von einer Marke, mit der ich mal im Gespräch war, wo wir etwas geplant haben und es dann hieß, nee, wir machen jetzt nur noch was mit Leuten über 2 Millionen Abonnenten. Ja, guess what? Habe ich nicht. Ich benutze den Primer von Merve und Essence jetzt auch im Übrigen und schneide mir die Augenbraue aus. Und man ist natürlich immer super aufgeregt vor so einem Launch und es ist schön zu sehen, wenn Kolleginnen dann ein Supporten mit einem Video und das erwartet man auch. Also ich erwarte das zumindest nicht mehr, weil ich halt schon super, super oft von Leuten, wo ich es nicht gedacht habe, gar nicht unterstützt wurde. Also auch mutwillig nicht unterstützt habe. Es ist was anderes. Ich habe mich neulich zum Beispiel mit Luisa getroffen und Luisa und ich, wir kennen uns ja schon wirklich jetzt, seitdem ich YouTube mache mittlerweile. Und sie ist halt auch eine gute Freundin in diesem Job geworden. Und auch wenn man sich nicht regelmäßig sieht, man weiß trotzdem, dass man einem nie was Böses will. Und wir sind ja alle super, super beschäftigt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag darauf warten, dass irgendjemand ein Produkt rausbringt. Und wenn man dann aber befreundet ist, ne, dann ist es nochmal was anderes, dann etwas von einem Kollegen zu zeigen, auch so ein bisschen als Wertschätzung. Wenn man es dann aber nicht schafft und dann, weiß ich nicht, wie soll ich das ausdrücken,
es irgendwie nicht schafft, das irgendwie unterzubringen, dann ist das auch nicht schlimm, weil ich weiß, wir haben alle viel zu tun. Aber ich weiß halt auch von vielen Leuten, ich kann nicht für andere reden, ich weiß nur, wie es bei mir ist, dass sie aktiv sich dagegen entscheiden, mich zu unterstützen. Das ist auch völlig in Ordnung, das erwartet ja auch keiner. Ich für mich habe aber entschieden, wenn das ein Produkt ist und ich das spannend finde, dann teste ich das und ich weiß ja, wie viel es den Leuten bedeutet, wenn man es dann doch zeigt. Und ich mache das nicht, um etwas zurückzukriegen, sondern das ist meine persönliche Wertenorm. Wisst ihr, was ich meine? Der Primer ist super, super gut und ich benutze jetzt die Lidschattenpalette als erstes von Catrice und Jenny. Und da habe ich mich mega drüber gefreut, als die rauskam, weil ich davon gar nichts wusste. Oft ist es so, dass wir untereinander immer doch schon so ein bisschen wissen, was kommt dieses Jahr raus. Und ich weiß, dass dieses Jahr wirklich ganz, ganz tolle, besondere Sachen noch rauskommen. Davon wusste ich tatsächlich aber gar nichts, weil ich mit Jenny auch vorher gar keinen persönlichen Kontakt hatte. Und jetzt, als ich die Produkte getestet habe und auch sie gerne benutze, ist man dann doch öfter mal im Kontakt. Und das, finde ich, ist halt was Schönes. Weil, ganz ehrlich, wir sitzen alle im selben Boot und es ist alles kein einfacher Job, den wir hier machen. Und ich finde es dann schön, wenn man sich irgendwie gegenseitig unterstützt. Das habe ich gemacht und auch aus Überzeugung. Ich liebe die Lidschattenpalette. Die ist super, super soft, perfekt für den Alltag. Und ich liebe halt dieses Packaging, ne? Das ist so sleek und so clean. Und jetzt lassen sich gut aufbauen. Der Primer von Merve ist super, um wirklich die Farben richtig zum Poppen zu kriegen. Ich mache weiter mit meinem eigenen Pinsel und mit Leti zusammen und gehe in die Farbe Grounded und gebe mir die Farbe schon mal in die Crease und dunkel das Ganze ab. Dafür ist der perfekt, um einfach wirklich alles so ein bisschen abzudunkeln. Ich baue mir das Ganze auf. Ihr könnt mir eure liebsten Influencer-Produkte gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich ja auch eins vergessen. Also oft sind es natürlich Lidschattenpaletten. Ich habe mich jetzt für die von Jenny entschieden, weil ich die auch wirklich nur einmal euch, glaube ich, gezeigt habe. Und die halt wirklich, wirklich gut ist. Die ist schlicht, die ist klein, aber sie ist halt sehr, 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 sehr gut. Und dann nehme ich den Letizia und Maxim Pinsel Nummer 3 und baue mir die Farbe hier vorne und hier hinten richtig schön auf und mache das Ganze hier auf der anderen Seite auch. Ihr könnt mir auch übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch für Produkte von Influencern wünschen würdet. Ich finde, das ist immer ganz spannend zu sehen, was ihr auch wollt. Wir wollen natürlich Produkte rausbringen, die euch gefallen und die ihr auch nutzen könnt im Alltag. Und das wäre mal eine ganz spannende Sache zu wissen. Ich lasse das Ganze erstmal so und benutze jetzt von Luisa und Crash Cosmetics den Highlighter in Christine. Und den nehme ich tatsächlich super, super gerne als Lidschatten. Der ist, wenn man ihn kauft, ein Momentchen etwas teurer. Aber ihr seht es, der ist so, so krass. Und vor allen Dingen als Lidschatten funktioniert der richtig gut. Und ihr braucht ja nichts davon. Also ich habe den jetzt bestimmt seit, wann gibt es den? Seit 2 Jahren oder so. Den kriegst du nicht leer. Den kriegst du niemals leer. Sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen hier auf den Augen finde ich ihn halt immer ganz besonders schön, so als Topper. Lassen wir erstmal so. Wir kommen zur Base. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Influencer oder eine Influencerin eine Foundation rausgebracht hat. Ich weiß, dass in Amerika viele Influencerinnen immer Produkte rausbringen in Zusammenarbeit, beziehungsweise sie unterstützen dann, um die Shade Range zu unterstützen. Also oft wird es von POC-Creatern und Creatorinnen gemacht, um einfach den Firmen zu helfen, die richtigen Farben zu finden. Ich arbeite mir die Foundation aber mit dem Crash Cosmetics Schwamm ein, in klein. Gehe hier einfach rüber. Und jetzt sieht das Ganze dann auch gleich, wenn meine Augenringe ein bisschen abgedeckt sind, spannender aus. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn ich habe für euch hier nochmal als kleines Tutorial meine absolute liebste Lippenkombination gerade. Ich liebe die Kombination mit der Foundation und dem Primer. Ich habe als Foundation die Rival de Loop Hyaluron Make-up Foundation und ein, zwei Spritzer von dieser Nivea Hyaluron Cellular Filler Foundation. Die ist mir im Alltag zu rutschig, für wenn ich es lange tragen möchte, aber sie gibt halt nochmal diesen super, super schönen frischen Kick. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Ich gucke mal, dass die Kamera richtig ist. Concealer mache ich einmal drauf und dann setten wir das Ganze. Zum Setten gehe ich nur ganz, ganz leicht in mein Holy Grails Powder mit Rival Loves Me. Auch das gibt es so nicht mehr. Ich hoffe aber, dass sie es irgendwie schaffen, das, weiß ich nicht, halt ohne mich dann auch von mir aus gerne ins Standardsortiment zu bringen, weil es einfach
Es ist ein fantastisches Puder. Ihr liebt es, ich liebe es. Ich gehe damit einfach nur hier unter meinen Augen so ein bisschen lang. Ich möchte tatsächlich heute eine super, super glowy Base haben. Und damit mache ich auch gleich weiter und rutsche einmal rüber zum Bronzer. Und dem habe ich persönlich viel zu wenig Liebe geschenkt. Das ist der Hatice Schmidt Labs Bronzer in der Farbe Light. Ich nehme den gerne in etwas heller und nehme mir dazu einen Letizia-Pinsel. Der ist von der Textur her fast schon wie so ein Creme-Bronzer. Und wenn ihr die Foundation auch nicht, oder wenn ihr generell nicht so viel Puder benutzt, gibt ihr euch diese Feuchtigkeit zurück ins Gesicht, auf die Haut. Auch wenn ihr Puder benutzt, das ist egal. Ihr habt dann wirklich wie so eine feuchte Base, würde ich schon fast sagen. Und das sieht halt super, super wet aus. Hier so ein bisschen lang. Ich finde den auch total schön als Finishing Powder. Wenn ihr in der Hautfarbe seid und ihr das als Finishing Puder benutzt, Freunde, trust and believe, probiert es mal aus. Ich kann das nicht machen, mir ist das als Puder zu dunkel, aber wenn ihr wirklich in den dunkleren Hauttönen seid, nehmt die Bronze als Finishing Puder. Ich habe das bei einem Model neulich gesehen. Oh, das sieht göttlich aus, weil ihr dann halt diese Wet Skin wieder hinkriegt. Ich muss sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Influencer-Produkt wirklich schlecht ist. Es gibt immer mal etwas, was einem persönlich nicht gefällt oder bei einem persönlich nicht funktioniert. Beispielsweise mein Primer. Wenn ihr eine sehr, sehr ölige Haut habt, dann wird der wahrscheinlich nicht sein. Dann ist das Produkt ja nicht deswegen gleich schlecht. Aber es funktioniert für euch dann vielleicht einfach nicht. Das ist immer was anderes. Aber ihr könnt euch wirklich sicher sein, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Influencer bzw. eine Influencerin ein Produkt rausbringt, nur um es rausgebracht zu haben, obwohl es schlecht ist. Und man das selber weiß, dass es schlecht ist. Das kann man nicht verantworten. Das macht auch, ich will jetzt nicht alles sagen, aber das ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich gehe jetzt mit einem sehr, sehr großen Pinsel von Ellie und BH nochmal in den Bronzer und gebe mir den an den Übergang. Der ist auch perfekt als Lidschatten, weil er halt dieses Creamy zurückbringt. Und dann sieht das Auge sieht dann nicht feucht aus. Aber das ist, falls ihr den noch nicht getestet habt, das ist eine ganz andere Textur, als ihr kennt. Also sie hat ja auch mal mit Love einen rausgebracht. Das ist ja wirklich ein Puderprodukt gewesen. Der hier ist kein Puderprodukt. Das ist eigentlich ein Cremeprodukt. Seht ihr das? Ich benutze selbstverständlich auch den Hatice Schmidt Highlighter. Der ist auch von der Textur her ähnlich. Der gibt nochmal wirklich so diesen Wet Look. Der ist vom Finish ähnlich wie meiner mit Rival Loves Me. Den gibt es halt nur nicht mehr. Den gibt es noch. Und ist halt, also wenn ihr wirklich wenig Puder tragt, dann sind die Produkte wirklich perfekt, weil sie fixieren. Es sieht aber nicht pudrig aus. Auch bei reiferer Haut funktionieren die Produkte sehr, sehr gut. Ich gebe mir das auch gleich hier so ein bisschen ins Auge. Ich möchte heute so einen super soaking Wet Look haben. Nehme denselben Pinsel. Geh nochmal in die Jenny-Palette, Roadtrip. Und blend mir das hier aus. Ich möchte so einen smoky, natural brown Look haben. Ganz, ganz schlicht. Sehr erwachsen. Oh yes. Love it, love it, love it. Mir gefällt die Base richtig gut. Ich muss den Bronzer von Hattie öfter benutzen. Als Blush benutzen wir von Love und Leti dieses Dream Glaze Duo. Das sind zwei Farben und ich mische tatsächlich beide sehr gerne und presse mir das dann hier noch so ein bisschen rein. Ein bisschen höher in den Bronzer arbeite ich mir das ein. Ich mag halt so ein bisschen 90s inspired, ne? Dieses Bronzy Rouge Technik auftragen. Und das ist alles fixiert. Habe ich noch was anderes an Influencer-Produkten? Nee, für die Base nicht, außer für die Lippen. Und jetzt zeige ich euch wirklich meine absolute liebste Lippenkombination. Ich trage mal kurz Mascara auf und bin gleich wieder da. Okay, wir kommen zu den Lippen. Ich habe einmal ein bisschen Mascara und ein bisschen Kajal draufgegeben. Das Video ist ein bisschen durch die Decke gegangen bei TikTok. Ich verstehe TikTok nicht. Manchmal, da gibst du dir richtig, richtig, richtig Mühe für so ein Video, ne? 2000 Aufrufe. Und dann machst du mal spontan so ein Video. 100.000. Lippenkombination. Art Deco Brow Duo. Und hier ist auf der Seite in der Farbe, ich glaube Light Brown muss das sein, steht leider nicht drauf. Der 22. Da ist so ein Puder hier. Und das nehme ich als Lip Liner. Und das Krasse ist, das hält wirklich den ganzen Tag. Das hält so gut, dass es abends schon fast schwierig ist, das wieder abzubekommen. Weil das settet sich von selbst und ist sehr, sehr matt. Und dann nehme ich einfach von NYX den Shine Loud
Lipstick in der Farbe Gold Crusher. Benutze nur die Farbe. Lass das Ganze kurz antrocknen. Nehme ein bisschen Concealer. Stempel das rauf. Und jetzt lassen wir das antrocknen. Und jetzt geben wir die Glosse von Raffas Plastic Cosmetics rüber. Ich habe den jetzt in der Farbe David. Freunde, die Glosse sind mega. Die gibt es in 12 Farben, nee, in 6 Farben und jeweils mit Glitzer und ohne Glitzer. Ich habe die jetzt ohne Glitzer und den rüber. Und das ist so eine Pamela Anderson, Kim Kardashian 2002-1990-Gedächtnislippe. Ich muss sagen, ich liebe diesen Look. Super natürlich, super schlicht. Die Haut steht im Fokus, die Lippen sind natürlich, die Augen sind natürlich, alles sehr, sehr soft. Ihr wisst aber, dass es auch viele Produkte gibt, die ich jetzt hier nicht mit reingebracht habe, die viel mehr sind. Aber das ist so ein Look, ich finde, der spricht so für sehr, sehr viele Creatorinnen vor allen Dingen. Sehr reduziert, sehr fokussiert auf die Haut. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Ich bin super gespannt, wie euch dieser Look gefällt und welche Produkte ihr am liebsten von euren liebsten Influencern habt. Schaut unbedingt bei Yepoda vorbei. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute das Video unterstützt habt. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Kuss geht raus an euch. Bis zum nächsten Mal.